Hallo meine Hübschen, wir machen heute mal was komplett anderes und zwar ein Halloween-Tutorial. Und zwar werde ich einen Sugar Skull probieren. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird, weil ich das noch nie probiert habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Was ich vielleicht im Vorhinein sage, war das richtig, ja. Ich werde das alles eben schnell machen, weil das wahrscheinlich relativ lang dauern wird. Und werde das im Nachhinein besprechen, sage ich mal. Ja, darum, ja, es geht jetzt einfach schnell weiter. Los geht's. Als allererstes nehme ich meinen Jumbo-Eye-Pencil in Milk und gebe mir das aufs ganze Gesicht. Man kann natürlich auch irgendwie weiße Schminke nehmen oder einfach ein ganz helles Puder. Habe ich aber beides nicht da gehabt. Darum etwas aufwendiger mit dem Jumbo-Eye-Pencil in Milk. Ja, und das verteile ich einfach mal lustig mit meinen Fingern. Verteile das noch ein bisschen auf meinem, wie heißt das, auf meiner Stirn. Arbeite das alles schön ein. So wie ihr das jetzt hier gerade sehen könnt, das ist ultra schnell gerade, irgendwie ein bisschen komisch. So, dann suche ich irgendwas. Ja, ich nehme jetzt noch einen weißen Lidschatten, einfach um das ein bisschen zu setten, weil der, ja, und das habe ich in der Schwarz getunkt. Einfach weil das weiß sehr cremig ist. So, muss ich noch mal ein bisschen ausbessern. Ja, und ja, wie gesagt, ich sette das mit einem weißen Lidschatten. Es ist ein bisschen durcheinander jetzt, aber mit diesem Voice-Over ist das einfach immer ein bisschen schwierig, ja, das alles abzupassen. Ja, ich verbessere an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen. So, jetzt geht's mal wirklich mit dem Puder weiter. Es wäre schön gewesen, einfach ein größeres Fändchen zu haben, aber was soll's. So, was mache ich jetzt? Ich suche irgendwas, mal wieder. Ja, was geht? Ah, ihr kommt näher. Okay, dann nehme ich mir einen Kajalstift und mache einfach mal die Linien um mein Auge rum, wo später schwarz sein sollen, also die Augenhöhlen quasi. Das muss jetzt auch noch nicht perfekt sein. Ich habe da auch hin und her probiert. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Ja. Das ist die Grundierung. Dann habe ich hier einen Kajal aus Marokko, mit dem ich erstmal angefangen habe, das zu machen. Erstmal ein bisschen einfach ausfüllen. Das werden wir gleich noch ein bisschen stärker machen. Ich mache meine obere und untere Wasserlinie auch schwarz. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das mit einem Pinsel einfach ein bisschen zu verstreichen. So wie ihr das eben jetzt auch sehen könnt. Dann habe ich nochmal mein Kajal genommen, um die Linien nochmal schöner zu zeichnen. Und habe mich dann doch entschieden, meinen Jumbo Eye Pencil in Black Bean zu nehmen. Einfach weil der eine stärkere Deckkraft hat als der Kajal. Und ja, mal das einfach ein bisschen aus und verteile die Farbe wieder. Ach, wenn es wirklich so schnell gegangen wäre. So, weiter geht's. Ich nehme jetzt einen schwarzen Lidschatten, auch wieder um das einfach zu setten, und trage den einfach über den Jumbo Eye Pencil auf. Und jetzt mache ich einfach mal das zweite Auge ohne euch. Da bin ich wieder am Start. Da verbessere ich jetzt alles nochmal ein bisschen mit einem, wie heißt das, Eyeliner. Einfach die Kanten ein bisschen schöner machen, damit das ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Und die Augen haben wir soweit umrandet. Und dann mache ich mich hier an die Jawline. Wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seht auch, was ich mache. Und das habe ich eben zuerst mit einem Eyeliner gemacht. Dann bin ich dann nochmal mit einem Kajal drüber gegangen. Habe das bis zu den Mundwinkeln gemacht und bis nach hinten zu den Ohren. Sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus. Und dann habe ich nochmal Black Bean genommen, bin damit nochmal drüber gegangen, weil man den einfach besser verschmieren kann, verblenden kann. Was ich im nächsten Schritt mache, und zwar mit meinem Blendepinsel. Und es war auch nicht so leicht. Also, verzeiht mir, dass das an der einen oder anderen Stelle nicht perfekt ist. Es ist auch am Ende nicht perfekt. Aber ja, wie gesagt, mein erstes Halloween-Tutorial und. Was soll ich sagen? Ich habe noch ein bisschen Weiß genommen, einfach um das ein bisschen schöner zu verblenden. Ja, verblenden halt, ne? Dass das eben nicht so eine harte Kante ist.
Das habe ich leider nicht ganz so gut geschafft, glaube ich. Ich blende später noch mal ein bisschen weiter, aber ja, ihr wisst, was ich vorhatte zu machen und vielleicht kriegt ihr es ja noch schöner hin. So, dann habe ich noch mal den schwarzen Lidschatten genommen und habe mein Gesicht ja, konturiert, sage ich mal. Ja, es ist eben schwarz, ne, Leute, also das ist klar, das soll auch ein bisschen extremer sein. Wir sind ja immer in einem Totenkopf. Und ja, das mache ich in dem Schritt. Habe ich euch etwas weiter nach draußen geholt, damit ihr mein ganzes Gesicht besser sehen könnt. Ja, wie gesagt, blenden, blenden, blenden. Und dann habe ich mich nochmal an die Linie gemacht, weil mir das immer noch nicht so gut gefallen hat, wie ihr sehen könnt. Hab das mit dem Finger noch mal ein bisschen versucht zu verbessern. Und dann habe ich noch mal ein Kajal genommen und habe mir auf der Nase diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja, das habe ich ihm auf der Nase gemacht, auch wieder mit Black Bean und mit meinem Pinsel. Vor allem auf der rechten Seite ist es mir extrem schwer gefallen, eine gerade Linie zu ziehen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, sieht nicht ganz gerade aus. Ich weiß gar nicht, ob es das gleich groß auffällt, aber ja, es ist wirklich schwierig. Da seht ihr, wie ich mich aufrege. Okay, es ist von euch aus gesehen jetzt auf der linken Seite. Aber ja, da ist so ein komischer Hubbel drin und den habe ich dann versucht zu verbessern. Nochmal ein bisschen intensivieren, das Schwarz einfach. Dann habe ich mir nochmal meinen Eyeliner genommen, einfach nur um die Kontur nochmal nachzuziehen. Einfach um das noch ein bisschen schwarzer zu bekommen. Irgendwie finde ich, sieht das ein bisschen aus wie ein Hund. Und ja, dann habe ich mir meinen Eyeliner genommen und habe mir diese Nähte quasi aufgemalt, so wie ihr das jetzt eben gerade sehen könnt. Ja, der Eyeliner hat jetzt nach und nach leider seinen Geist aufgegeben. Darum musste ich da immer nochmal und nochmal. Aber ja, was soll's. So, dann kommen wir zu den Augen. Da habe ich mir diesen glitzerigen Eyeliner genommen. Das ist eine von Basic, den gibt es leider nicht mehr. Und habe angefangen, hier um mein Auge rum eben solche Blütenblätter, kann man das so sagen? Blütenblätter zu malen. Ich fand die Farbe einfach irgendwie cool und habe gedacht, ein bisschen Glitzer und ja, darum habe ich das gemacht. Und das habe ich dann ums ganze Auge rum gemacht. Tada! Und zum zweiten Auge. Gleiches Prozedere. Das ist übrigens der Kajal. Nicht Kajal, Eyeliner. Ja, und das war auch nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da zeige ich euch das, glaube ich, einfach noch mal näher, was ich bis jetzt gemacht habe. Und wir sind fertig. Dann habe ich, wie gesagt, eben noch mal die Nähte etwas intensiviert. Und dann habe ich mir ein Kajal genommen und habe um meine Augen rum Punkte gemalt. So wie ihr das sehen könnt. Die hätte man jetzt auch noch in einer anderen Farbe machen können, aber ich habe das jetzt einfach schwarz gemacht. So. Und dann habe ich mir nochmal Milk genommen, einfach ein bisschen auf die Lippen aufgegeben, weil die durch das Bewegen einfach schon wieder normalfarbig fast waren. Und habe mir dann meinen Eyeliner genommen und habe mir eben auch auf die Lippen noch Nähte gemalt. Oben und unten natürlich, dann nochmal intensiviert. Dann wusste ich kurz nicht, wie ich den Eyeliner halten soll. Und dann habe ich mir nochmal mein Black Bean Jumbo Eye Pencil genommen und habe mir das eben nachgemalt auf den Lippen und dann mit den Fingern verblendet, einfach um da nochmal ein bisschen mehr Tiefe zu schaffen.
Ich weiß, das Ende war abrupt. Ich habe vergessen, meine Verabschiedung aufzunehmen. Ich habe anscheinend nicht auf Play gedrückt. Ich wollte euch noch so viel sagen. Mist. Jetzt kriegt ihr einfach noch ein paar Fotos reingeblendet. Ja, es ist einfach nur ein Basic Sugar Skull. Man kann natürlich noch viel mehr machen mit Glitzersteinen etc. pp. Aber ich habe gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal ziemlich simpel. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es ist bei Weitem alles nicht perfekt, aber was soll's. Ich habe ein bisschen mit Effekten hier noch rumgespielt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und ja, einfach mal ein paar Videos jetzt hier reingepackt, Bilder reingepackt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns ganz bald wieder und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!